Das ist gut. Ich hab's genau durchdacht. Ich weiß es. Ich muss nur jemanden finden, der wirklich dazu in der Lage ist. Das ist ein Haufen Geld. Bill Cavish. Kennst du ihn? Er arbeitet für Wilfest. Ein Freund. Wir vertreten Kunden, die mit denen Geschäfte machen. Und ich will nicht, dass es so aussieht, als würde ich ihn um einen Gefallen bitten. Kann ich sagen, dass wir verwandt sind? Kann ich sagen, ich bin dein Onkel? Nein. Nein. Guten Morgen, Bill. Norman Oppenheimer. Entschuldigen Sie mich, ich will weiter. Das hier ist inakzeptabel. Gut, ich werde meinen Partnern sagen, dass wir eine gute Unterhaltung haben. Würden Sie mir verraten, wie Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen? Was brauchen Sie? Ich verschaffe sie. Es wäre mir eine Ehre, wenn Sie mir erlauben, Ihnen diese Schuhe zu kaufen. Wenn ich die Schuhe nehme, bezahle ich sie. Okay, schon erledigt. Ist alles in Ordnung? Ja. Viel Freude damit. Wie funktioniert Ihr Geschäft? Ich bin neugierig. Wenn du irgendwas brauchen solltest, ruf mich an. Praktisch bedeutet das, dass wir 14 Millionen Dollar aufbringen müssen, um uns die Abrissbirne zu ersparen. Und hier kommt unser Freund Norman ins Spiel. Kennen Sie Norman Oppenheimer? Nein, noch nicht. Das ist Easterleaf. Schön, freut Sie mich, Ihre Bekanntschaft zu machen. Mr. Taub möchte mit Ihnen reden. Wollen Sie mir bitte folgen? Sie waren in Arthur Taubs Haus? Ja, das ist mein Haus. Sie können nicht einfach hier reinspazieren und an meinem Tisch Platz nehmen. Kann ich Sie irgendwann mal bekannt machen? Sie wissen doch, wer das ist. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Aber Joe, das Timing ist total wichtig. Haben Sie mit ihm gesprochen? Ich komme da nicht ganz mit, Norman. Haben Sie jetzt mit ihm gesprochen oder nicht? Warum haben Sie mich nicht zurückgerufen? Wieso habe ich das Gefühl, dass das alles gelogen ist? Sagen wir, auf Sie wartet eine große Überraschung. Du bist wie ein Ertrinkender, der versucht, einem Ozeanriesen zuzuwinken. Aber ich bin ein guter Schwimmer. Ja. Vergiss das nicht. Etwas Gutes wird passieren. Vertrau mir.